Festival 2015 an der Kö. Diesmal Pressekonferenz, nicht in einem Restaurant. Nein, nicht in einem Restaurant. Wir haben bei Victorinox hier Pressekonferenz gemacht. Victorinox ist ja nicht nur bekannt für seine Taschenmesser, sondern eigentlich auch für Küchenmesser. Und insofern haben wir da eine gewisse Verbindung hin. Das Ganze haben wir dann noch ein bisschen angereichert mit der Schweizer Kochschule, sodass wir ganz in der Schweiz gewesen sind eben bei der Pressekonferenz. Wir haben Leckeres gegessen, zubereitet von Herrn René Obgott-Spohn, dem Chef von der Schweizer Kochschule. Und Schweizer Weine genossen und natürlich auch uns mit den Journalisten unterhalten. Welche Ausblicke für das Kö Gourmet Festival 2015 gab es denn heute? Ja, sehr gute Ausblicke. Wir haben eine Rekordbeteiligung mit 170 Ausstellern. Wir benutzen hier drei Abschnitte des Kögrabens, östlich und westlich. Insgesamt sind es rund 1,5 Kilometer Front, die wir haben. Also ein reichhaltiges Angebot, abwechslungsreich, qualitativ, hochwertig. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Was ist denn das Besondere in diesem Jahr? Das Besondere in diesem Jahr, wir werden zum ersten Mal auch Kochkurse hier anbieten auf der Kö. Also für die Hobbyköche unter uns ist das eine Gelegenheit, hier mal reinzuschnuppern in Kochkurse. Dann haben wir auf der Wiese des Graf-Adolf-Platzes haben wir ein Street-Food-Festival sozusagen aufgebaut, allerdings im Kö-Style. Wir haben dort sehr liebevoll gestaltete Food-Trucks, die dort eine Wagenburg bilden, in der Mitte die Ruder-Studios, die dann mit entsprechenden DJs für den Sound sorgen. Und dort erwarte ich im Prinzip drei Tage lang Party, was gilt eigentlich aber auch für das gesamte Gourmet-Festival. Und wir haben gerade vernommen, der Köbogen ist das erste Mal auch dabei. Ja, der Köbogen beteiligt sich auch. Dort findet das Feinfood-Festival statt im Rahmen des Gourmet-Festivals. Der Köbogen, dort werden sieben Aussteller sein, unter anderem der Breitenbacher Hof, unter anderem das Porcino und die Sansibar bei Bräuninger. Ich finde das gut, denn es erweitert die Gesamtveranstaltung und wir haben im Prinzip dann diesen Anschluss an dieses neue Stück Düsseldorf gefunden. Du bist ja kein Fan von statistischen Zahlen, auch immer vorsichtig bei Besucherzahlen. Letztes Jahr waren es 45.000 rund. Schon irgendeine Erwartungshaltung, wie es in diesem Jahr werden wird? Da wir nicht wissen, wie das Wetter am vorletzten Wochenende im August sein wird, ist das wirklich schwierig. Wir haben mehr Fläche, mehr Aussteller. Gewohnheitsgemäß wird es auch mehr Besucher geben oder erfahrungsgemäß wird es dann auch mehr Besucher geben. Das Festival selbst ist immer bekannter geworden. Wir sind also über die Grenzen Deutschlands hinaus mittlerweile bekannt. Es hat sich zu einem Tourismusmagnet hier entwickelt. Man kommt extra zu diesem Festival hier nach Düsseldorf auf die Kö. Ich glaube, das ist wichtig, denn es ist eins der Ziele, was wir mit dieser Veranstaltung auch verfolgen, hier der Kö auch neue Besucher mit zuzuführen und sie noch bekannter zu machen, als sie sowieso schon ist. In diesem Jahr findet auch erstmal eine Come-Together und dicke Party auf der Kö statt. Ja, im Live-Restaurant For Body and Soul, hier im Prinzip hinter mir, das ist neben dem Interconti eine neue Eröffnung, die Aussteller einladen zu einem Come-Together-Abend. Und dieser Ausstellerabend ist auch frei und öffentlich zugänglich, auch für das Düsseldorfer Partyvolk. Und ich gehe davon aus, dass wir da eine tolle Party an dem Samstagabend haben werden. Wenn hier das Festival schließt, geht die Party weiter im Live-Restaurant Body and Soul und ich erwarte da einfach eine super Veranstaltung. Herr Wienen, wie wichtig sind Veranstaltungen wie das Gourmet-Festival für die Königsallee? Ja, wir haben ja gerade gehört, das Kö-Festival findet dieses Jahr zum vierten Mal auf der Königsallee statt. Wachsende Besucherzahlen, wachsende Ausstellerzahlen, das heißt, das Gourmet-Festival wird angenommen. Und insofern ist es natürlich sehr wichtig, dass man einen gepflegten Event auf der Königsallee hat. Wenn Sie an Gourmet-Festival denken, was verbinden Sie denn persönlich damit, wenn Sie drüber schlendern werden?
Also ich muss sagen, ich habe gerade heute in der Pressekonferenz mit Freude gehört, dass auch zum Beispiel Streetfood hier verkauft wird, also neue Trends, sprich also Burger oder andere Speisen. Dann hat mich sehr interessiert, dass wir natürlich auch am Köbogen japanische Interessen verfolgen werden, also mit Sushi und dergleichen. Das heißt also, wir haben eine internationale Mischung zustande bekommen und genau das interessiert mich.